der Renaissance rückt der Mensch, wie Gott ihn geschaffen hat, wieder ins Blickfeld der Kunst. Harmonie und Proportionalität bestimmen das Erscheinungsbild der Bauwerke. In der Malerei eröffnen sich neue Perspektiven und räumliche Strukturen. Die Skulptur ist nicht mehr Teil von Bauwerken, sondern steht frei im Raum. Das französische Wort Renaissance bedeutet wie das italienische Rinascimento, Wiedergeburt, und es meint die Wiedergeburt der Antike. Der italienische Maler und Architekt Giorgio Vasari verstand darunter die gute Kunst und er setzte sie scharf von der schlechten und leblosen Kunst des Mittelalters ab. Aber der Begriff Wiedergeburt bezieht sich keineswegs nur auf die Kunst. Auch die in der Antike hochentwickelte Wissenschaft sowie das Rechts- und Staatswesen werden rezipiert und intensiv studiert. Im Zentrum dieser Entwicklungen steht das Florenz der Medici. Als Tuchhändler und Bankiers des Papstes zu Geld und Macht gelangt, regieren sie den Florentiner Stadtstaat mit Unterbrechungen von 1421 bis 1737. Die Medici sind begeisterte Liebhaber und Förderer der Künste. Der Kunst besonders zugetan ist Lorenzo de' Medici. Auf diesem Fresko ist er in der Mitte der rechten Personengruppe zu sehen. Die prachtvollen Gewänder der Figuren zeugen davon, dass Florenz zu jener Zeit die Tuchhändlermetropole Italiens ist. Dank des Mäzenatentums der Medici entwickelt sich der Stadtstaat auch zu einem der wichtigsten Kulturzentren der damaligen Zeit, wo so namhafte Künstler wie Donatello wirken. Ein wichtiger Wegbereiter der Renaissance ist der Florentiner Goldschmied und Architekt Filippo Brunelleschi. Er vollendet die riesige Kuppel von Santa Maria del Fiore, dem Dom von Florenz, die seither die Ankommenden schon von Weitem begrüßt. Im Jahre 1418 beauftragen die Medici Brunelleschi mit der Erweiterung von San Lorenzo, einer der ältesten Kirchen der Stadt, um eine Sakristei, die später die erste Grabkapelle der Medici werden soll. Die Sakristei von San Lorenzo gilt als erster Zentralbau der Renaissance. Ihre würfelartige Struktur, Länge, Breite und Höhe sind identisch, steht ganz im Gegensatz zu den höhenorientierten Bauten der Gotik. Im Inneren des Raums walten Harmonie und Proportionalität. Brunelleschi überträgt die Harmonielehre der Musik auf die Architektur. So wie ein harmonisches Klangbild auf dem Zusammenspiel von Ganzen, Halben, Viertel- und Achteltönen basiert, so ergibt die gleichmäßige Aufteilung von Wänden und Räumen ein harmonisches Bild, das dem Auge gefällt. Eine maßgebliche Quelle für Brunelleschis Raumverständnis bilden die 10 Bücher über Architektur des römischen Architekten und Ingenieurs Vitruv. 1416 findet man in einer Florentiner Bibliothek eine Abschrift dieses 33 vor Christus entstandenen Werkes. Eine wichtige Grundregel Vitruvs, die Proportionalität aller zu einem Bau gehörenden Teile, wird zum Grundsatz der Renaissance-Architektur. Waren Brunelleschis Arbeiten wegweisend für die Architektur der Renaissance, so ist die von ihm entwickelte Zentralperspektive ein Novum in der Geschichte der Malerei. Mit Hilfe von Gitternetzlinien zerlegt er sein Modell, das Baptisterium von Florenz, in gleich große Quadrate.
Ein Guckloch hilft ihm dabei, immer nur ein Quadrat zu fokussieren und den Rest auszublenden. Das, was er in den einzelnen Quadraten sieht, überträgt er in das Raster seiner Zeichnung. Auf diese Weise projiziert Brunelleschi die räumlichen Verhältnisse des Baptisteriums, die an den Seitenfronten besonders gut sichtbar werden, auf die Fläche des Papiers und erhält so eine Perspektive. Um das Jahr 1425 unterbreitet Brunelleschi seine Erfindung einem Freund, dem Maler Masaccio. Er hilft ihm bei der Entwicklung des räumlich angelegten Dreifaltigkeitsfreskos. Es ist das erste nach den Gesetzen der Zentralperspektive konstruierte Gemälde. Die heilige Dreifaltigkeit, Gott Vater, Jesus und der Heilige Geist, besetzen ihrer Rangordnung entsprechend die höchste Position. Maria und der Evangelist Johannes stehen als Mittler zwischen Jesus und den Menschen eine Stufe tiefer, während die Stifter des Freskos außerhalb der Kapelle stehen. Mit diesem Bild gelingt Masaccio eine optische Täuschung. Von einem bestimmten Betrachtungspunkt aus, der etwa 5 Meter vor dem Bild und auf Höhe des Fluchtpunktes liegt, vermittelt das Fresko den Eindruck, als könne man die dargestellte Kapelle betreten und Beziehung zu den Figuren aufnehmen. Die harmonische Formensprache charakterisiert nicht nur Gottes Häuser. Auch im Profanbau bestimmen Harmonie und Proportionalität das Maß. Die Fassade des Palazzo Pitti ist auffallend puristisch gehalten. Ein Merkmal, das auch den Palast der Medici Riccardi zeichnet. Doch hinter den massiven Mauern entfaltet sich die ganze Pracht der Renaissance-Paläste mit eleganten Statuen und Arkadenhöfen. Die Stadtpaläste werden von den grob gehauenen Quadern der Rustikamauern dominiert. Sie bilden die Sockelzone. Die Obergeschosse aus glatten Quadern treten hinter der Sockelzone zurück und nehmen in ihrer Höhe kontinuierlich ab. Zweigeteilte Rundbogenfenster gliedern die Wände und verleihen ihnen ein harmonisches Erscheinungsbild. Den krönenden Abschluss bildet das gewaltige Kranzgesims. Dem Architekten Leon Battista Alberti gelingt die perfekte harmonische Wandgestaltung mit dem Entwurf des Palazzo Rucellai. Wie Brunelleschi beschäftigte sich auch Alberti mit dem Architekturtraktat des Vitruv und insbesondere mit der Säulenordnung, die nach Vitruv dem menschlichen Körper entspricht. Der Fuß der Basis, der Leib dem Säulenschaft und das Kapitell dem Kopf. Entsprechend ihrer Stärke und ihrer Verzierung wird die dorische Säule für das Untergeschoss verwendet, die ionische Säule für das Mittelgeschoss und für das Obergeschoss die am reichsten verzierte korinthische Säule. Diese Abfolge übernimmt Alberti für die Fassadengliederung des Palazzo Rucellai. Unten dorische, in der Mitte ionische und oben korinthische Säulen. Damit erweitert er die horizontale Gliederung der Fassade um die vertikale und schafft so ein harmonisches Gesamtbild. Auch Leonardo da Vinci nutzt Vitruvs Arbeiten für die Entwicklung seiner Proportionsstudie. Sie zeigt, dass die Teile des menschlichen Körpers in einem bestimmten Verhältnis zueinander stehen und in ein geometrisches System eingebunden sind. Das Universalgenie betreibt anatomische Studien. Seine Skizzen geben erstmalig Einblick in die Beschaffenheit der menschlichen Natur. Dieses Wissen lässt Leonardo in seine Kunstwerke einfließen, wie bei dem Bild Dame mit Hermelin gut zu erkennen ist. Für sein berühmtestes Werk, das Porträt der Mona Lisa, entwickelt Leonardo eine neue Maltechnik. Er verwischt die Konturen und verschleiert die Farben. Mona Lisas Augen und Mundwinkel verschwimmen, was ihre geheimnisvolle Aura erklären mag.
war im Mittelalter das Sinnbild des Göttlichen Gegenstand der Maler und Bildhauer, so rückt nun der Mensch, wie ihn Gott geschaffen hat, ins Zentrum, obwohl er weiterhin eng ins religiöse Feld eingebunden bleibt. Damit erkennen und anerkennen die Künstler zum ersten Mal seit der Antike die Schöpfungskraft Gottes im Menschen und in der Natur. Die Frührenaissance legt den Akzent auf die Darstellung der Dinge in ihrer Natürlichkeit. In der Hochrenaissance wird das Abbild der Natur durch seine Idealisierung erweitert. Deutlich wird dies im Vergleich der David-Skulpturen von Michelangelo und Donatello. Die um 1430 gefertigte Bronzefigur ist die erste freistehende Aktskulptur seit der Antike. Der Hirtenknabe David, der den Riesen Goliath mit einem Stein erschlägt und mit dessen Schwert das Haupt abtrennt, symbolisiert die Kraft des Schwachen gegen die Übermacht des Starken. Die Skulptur ist mit ihren 1,58 Meter naturgetreu abgebildet. Es heißt, Donatello habe seinen David nach einem lebenden Modell geschaffen. Ein Vorgang, der im Mittelalter undenkbar gewesen wäre. Für die Bewohner des kleinen Stadtstaates symbolisiert die Figur des David ihre Position im Kampf gegen die Übermacht des Kaisers und des Papstes. Und so nimmt es nicht Wunder, dass die kolossale David-Statue auf der Piazza della Signora, dem politischen Zentrum von Florenz, aufgestellt wird. Die 4,34 Meter große Figur steht jederzeit bereit, die Feinde von Florenz abzuwehren. Michelangelos David ist nicht nur die erste kolossale Statue nach antiker Zeit, er verkörpert das Idealbild des schönen, starken Mannes, der das Gute gegen das Böse verteidigt. Seine leicht aus der Achse gedrehte Körperhaltung kündigt eine Entwicklung an, bei der es den Künstlern darum geht, Spannung bis hin zur Zerrissenheit aufzuzeigen. Zustände, die das Leben in der anbrechenden Neuzeit bestimmen, in der die Welt aus den Fugen zu geraten scheint. 1492 entdeckt Christopher Columbus Amerika und läutet den Aufbruch in die neue Welt ein. Die Enge des Abendlandes öffnet sich in unbekannte Sphären. Als die Entdeckung des Nikolaus Kopernikus bekannt wird, jenes heliozentrische Weltbild, wonach die Planeten nicht um die Erde, sondern um die Sonne kreisen, wird den Menschen möglicherweise bewusst, dass ihre Welt in ständiger Bewegung ist. 1517 fordert Martin Luther die katholische Kirche heraus und bringt die religiöse Ordnung zu Fall. Man kann nur ahnen, welche Wirkung diese Turbulenzen auf die Menschen und ihre Vorstellungen von der Welt ausgeübt haben. In jedem Fall haben sie die Kunst des 16. Jahrhunderts mitgeprägt. Der Manierismus, wie die Spätrenaissance auch genannt wird, zeigt eine Abkehr von Regeln und Traditionen. Anstelle von Harmonie waltet Übertreibung und die Eigenheit und Exzentrik der Künstler prägen eine Epoche, deren Namen vom italienischen Begriff Maniera abgeleitet ist, womit die persönliche Handschrift des Künstlers gemeint ist. Die Figuren erscheinen unnatürlich in ihrer Haltung. Überstreckte Körper mit ekstatisch verzerrten Gesichtern, wie sie Tintoretto in seinem Bild die Auffindung der Leiche des heiligen Markus dargestellt hat. Die Entkleidung Christi von El Greco ist der Gipfel künstlerischer Eigenwilligkeit. Seine Akteure haben fratzenhafte Gesichter. Jesus scheint schon nicht mehr von dieser Welt und die Farben entbehren jeder Natürlichkeit. Der Hang zur Übertreibung und das Verwischen von Formen, die im Manierismus bereits anklingen, prägen das Raumverständnis und die Kunst des aufziehenden Barockzeitalters. Welche Ausdrucksformen die Kunst des Barock hervorbringt, erfahren Sie in der nächsten Folge unserer Serie Stilepochen.